Wenn ich einen Börsenbrief abonniere von einem sogenannten Börsenguru, ja, oder Top-Analysten eines irgendwelcher Fondshauses oder Hedgefonds oder was auch immer für Analysten und Börsenbriefen, dann möchte ich die Informationen, die ich dort gewinne, für die ich bares Geld bezahle, ja, schnell, sicher und eins zu eins umsetzen können. Ja, und wenn das nicht möglich ist, dann ist dieser Brief mehr oder weniger als Ideengeber wertlos, weil du mittlerweile im Internet, wenn du ein bisschen Recherche betreibst oder die richtigen Kanäle abonnierst und so weiter, mittlerweile so viel Informationen bekommst, die letztendlich, es gibt wahrscheinlich keine Informationen, die du nicht auch gratis irgendwo bekommen kannst, wenn du dir da ein bisschen Mühe gibst und vielleicht sogar bessere Informationen. Teilweise sind einige Kanäle, wenn du mal ein bisschen mehr Recherche betreibst, besser, gratis, ja, die Informationen, die du da gratis bekommst, als so mancher bezahlter Börsenbrief, ja. Und ich war halt richtig super top enttäuscht, nachdem ich jahrelang, teilweise höchst intensiv, zum Beispiel den YouTube-Kanal von Florian Homm, da verfolgt habe. Und ich den immer so als diesen super Börsenexperten-Guru, der als einer der ganz wenigen aus dem Elite-Milieu, so wie er sich ja auch marketingtechnisch seit Jahrzehnten präsentiert, sozusagen an das allgemeine Volk wendet, ja, und dort eben sein Wissen weitergibt. Und gut, ich bin jetzt auch nicht der beste Rhetoriker, aber rein so didaktisch, sagt man, glaube ich, ja, ist jetzt nicht sozusagen das größte Talent. Und aber ich habe mir gedacht, so was. Irgendwann habe ich mich mal dazu durchgerungen, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, eben diesen Börsenbrief, den er wirklich in fast jedem YouTube-Video der letzten 2 Jahre angepriesen hat, ja, mal zu abonnieren. Und dann habe ich ein paar also man bekommt relativ häufig, mehrmals im Monat, Trading-Tipps sozusagen. Und das sind richtige Trading-Tipps, ne? Also, warum sind es Trading-Tipps und keine wirklich Investment-Tipps? Weil dort Stop-Limits drin sind, ja, Kauflimits und relativ komplexe und komplizierte für den normalen Menschen da draußen, vielleicht nicht so ganz durchschaubare Einstiegsszenarien, Ausstiegsszenarien und so weiter. Du hast am Ende dann, wenn du wirklich jeden Trading-Tipp umsetzen würdest, hast du dann vielleicht irgendwie so ein paar Dutzend Orders irgendwie, also in deinem Ding und so weiter. Also es hat mit langfristigem Investieren hat das gar nichts zu tun. Ja, also es ist wirklich nur Trading. Ja, das ist dann so die sogenannte, was ist mal Long Short, na Quatsch. Wie nennt man das jetzt nochmal, diese ganze Scheiße da? Ach Gott, Leute, 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 Leute. Na. Wenn man Long und Short geht. Also, whatever, da gibt es so einen fucking Begriff, ja. Ist mir jetzt scheißegal, wie das heißt. Es ist eben, man geht eben Long und Short und das ist letztendlich, das habe ich dann auch erst so richtig begriffen, ja, dass das letztendlich nichts anderes ist als wie ganz normales Trading-Gedöns, wo du auch bei Jens Rabe oder bei zigtausend anderen Trading-Gedönsen hast, ja. Jetzt aktuell läuft wieder eine neue YouTube-Werbung, die mit der du zugeballert wirst, ja, mit irgend so einem Trader da, ja. Marketingtechnisch einwandfrei, ja, der YouTube-Trailer, genial. Und dann sieht man mal Impressum Dubai, ja. Also das ist aktuell geht's wieder rund, ja, weil die Märkte volatil sind und dann Leute unsicher oder was weiß ich, was für Gründe, ja. Generell sind so die Breiten, also sagen wir mal so die, ja, die breite Bevölkerung, wenn es ihnen nicht so sonderlich gut geht, auch dann meistens Risiko, zum einen sind sie irgendwie risikoavers, ja, also dass sie bei den wichtigen Dingen nicht mehr investieren, ja, wie zum Beispiel ihre Weiterbildung und so weiter. Und bei den anderen Themen sind sie dann wieder
freudiger, ne? Wie zum Beispiel Drogen, Alkohol, Tabak. Ja, deswegen steigen da auch die Aktien, immer wenn es ein bisschen kriselt, steigen da die Aktien. Weil der Konsum einfach erhöht wird. Ne? Also, und genauso ist es auch bei diesen, beim Zocken, ja, also Casino, ja. Wenn es draußen eh scheiße alles ist oder wenn es eh schon wurscht, ne, dann spielt man auch wieder Lotto oder Roulette oder was weiß ich. Ich kenne die Szene, sagen wir es mal so. Und leider bin ich da auch mal reingezogen worden für viele Jahre und deswegen weiß ich das. Und also es ist halt einfach wirklich sehr ernüchternd, dass ich teilweise Aktien wie die British Tobacco oder Rio Tinto letztes Jahr, ne, wo ich mir wirklich unsicher war, weil die ganzen Techs runtergezogen wurden, weil ich, Gott sei Dank bin ich da sonst einigermaßen verschont worden, aber es war, unterm Strich habe ich schon viel verloren. Bei Gazprom bin ich noch rausgekommen, sozusagen mit plus minus null. Das war ja auch so eine Geschichte mit dem Krieg und so weiter. Also waren schon heftige Sachen, die ja so schwarze Schwäne ähnlich waren. Und trotzdem habe ich dann wieder mein Herz gefasst und habe dann sozusagen in so Krisenaktien investiert und die sich sehr gut entwickelt haben und wo ich auch gute Dividende verdiene. Und teilweise auch Dividende, wo man ja auch Brutto vor Netto bekomme, so 100%, wie zum Beispiel mit dem Kürzel GB. Ja, die sollte man auch im Privat halten und nicht in einer vermögensverwaltenden GmbH, wie ja einige sagen. Also sollte man vielleicht mal den Steuerelite-Kurs von Westbankbank durch sich reinziehen, da wird das alles erklärt. Long story short, ja, mein Arm fällt mir hier fast ab, weil diese Lumix-Kamera hier so verdammt schwer ist und deswegen werde ich jetzt dieses Video beenden. Ah, fuck, man, tut mein Daumen schon weh. Leck mich am Arsch. Ach, Gott. Was will ich final jetzt hier noch sagen? Es ist einfach so, dass wenn ich diese ganzen Börsenbriefe und YouTube-Kanäle und so weiter, wenn ich mir einfach meine eigene Meinung gemacht hätte letztes Jahr und hätte einfach nur meine Basisinvestments gemacht, ja, das wären nur 3-4 Aktien gewesen, maximal, dann würde ich jetzt seit einige 1.000 Euro besser dastehen, ja, und wir reden hier über Kapital, welches ich letztendlich, ja, zur Altersvorsorge, ja, dass ich nicht unter der verdammten Brücke irgendwann mal lande, ja, mir irgendwie weggelegt habe, mühseligst weggespart in den letzten Jahren, insbesondere seitdem ich aus dieser ganzen Zocker, sei es jetzt Trading oder Casino oder Bitcoin oder aus diesem ganzen Zockermilieu einfach mal raus bin, aus diesem ganzen, dieses ganze Umfeld habe ich mir dort auch rigoros abgeschnitten und jetzt bin ich halt doch wieder mit diesem Börsenbrief da wieder in diese Richtung gekommen und glaub mir, wenn du mal ein paar Jahre lang in diesem Zockermilieu ist, egal in welche Richtung, ja, ob das jetzt Trading-Gedöns ist, Forex oder was auch immer für Scheiße, ja, Casino, Poker, das ist alles letztendlich der gleiche Bereich im Gehirn, ja, und auch diese ganzen Hedgefonds, Leute, sorry, Leute, ja, das sind auch Zocker und die zocken halt in der Regel nicht mit ihrem eigenen Geld, ja, sondern mit dem Geld anderer reicher Leute, ja, und man hört dann immer nur die Guten und die ganzen Bösen nicht und dann verschwindet mal wieder einer, weil er einfach mit dem Geld anderer reicher Leute, tja, falsche Entscheidungen getroffen hat oder, ja, der ist dann einfach mal pleite oder nicht mehr aufzufinden oder was weiß ich, ja, also das heißt, das ist einfach nochmal eine Sache. Ich meine, schade, dass ich so alt werden musste, um endlich mal dahinter zu kommen, dass es einfach keinen schnellen Weg für Reichtum gibt. Ja? Und diese ganzen Versprechen, ja, 20% gemacht, 20% gemacht, 30% gemacht, 30% gemacht, an der Börse. Ich rede jetzt hier von der Börse, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Businessmodellen. Da ist teilweise auch viel mehr möglich, ne? Hängt davon ab, was du da genau machst, ja. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Geschäften, die du da draußen machst, ja. Ich rede jetzt von der Börse, von Verkauf und Verkauf von Aktien. Und da gefällt mir einfach dieser Moritz Hessel, ja, ironischerweise ein ehemaliger Schüler von Florian Homm, so gut, weil der sagt,
Eigentlich geht es darum, maximal 3 bis 4 gute Aktien. Und das habe ich erst vor kurzem erfahren. Also das ist letztendlich ganz komisch. Den kannte ich bis vor kurzem gar nicht. Aber das war gleichzeitig meine Erkenntnis. Und dann habe ich zufällig auch den irgendwie auf YouTube. Also manchmal ist YouTube mit seinem Algorithmus schon so gut, dass er irgendwie das Gefühl hat, manchmal YouTube kann meine Gedanken lesen oder sowas. Und dann schlägt mir YouTube irgendwie ein komplett Video vor von einem komplett neuen Kanal und es passt. Ja, also das ist schon mal was, also wo ich so, also man wird auf der einen Seite wird man auf YouTube zugeballert mit Werbung und Scheißdreck, ja, so finanzieren sie sich halt, aber das ist, da kommt man manchmal das Kotzen, ja, aber auf der anderen Seite kriegt man teilweise Vorschläge von völlig neuen Kanälen, wo du denkst, wow, YouTube ist jetzt mittlerweile schon sehr fortgeschritten, wenn es darum geht, mir Videos vorzuschlagen, die wirklich sinnvoll für mich sind, ja, also das ist schon, manchmal denkt man sich, ja, das ist ziemlich banal, ne, also habe ich jetzt wirklich den Vorschlag auf YouTube, habe ich jetzt wirklich durchschaut und manchmal denke ich mir, wow, das war jetzt wirklich intelligent, ja, aber gut, cool, ja, ich werde dazu nochmal ein ausführlicheres Video machen, wo ich meine Hand jetzt halt nicht irgendwie mir hier quasi wehtut, so. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video. Werde ich mir Updates halten hier insgesamt. Und was so mein Plan ist aktuell, ich sag's euch Leute, ich dachte wirklich nach den Corona-Jahren und das alles da, dass es jetzt mal wieder bergauf geht. Aber ich glaube, dass 2023 eher insgesamt in den Bereichen, also Industrie, wo ich ja tätig bin, hauptsächlich Industrie und Handel, B2B, also Großhandel, ja, also nicht B2C, dass das eher dieses Jahr eher durchwachsen wird. Aber muss man mal schauen. Bis dahin, dein Thomas Klein und wenn du zufällig aus der IT-Branche bist oder sowas, ja, in der Richtung und willst du vielleicht einen anderen Tipp von mir holen, face-to-face, 1:1, also vielleicht einen Tipp, den ich jetzt nicht unbedingt hier veröffentlichen möchte, oder dich einfach nur mit mir anfreunden oder vielleicht bist du vielleicht sogar aus München, dass wir uns mal treffen können oder sowas. Ich habe in letzter Zeit wieder wesentlich mehr Face-to-Face-Termine wahrgenommen, weil ich einfach dieses Ganze einfach Leute treffen, ja, physisch treffen, nicht nur digital die ganze Zeit. Das ist ja, habe ich gemerkt, dass das was mit einem macht als Mensch. Ja, vor allen Dingen, wenn du, das geht aber nicht nur mir so, sondern auch Kollegen von mir, und Mitarbeitern und so weiter, dass sie sich einfach mal wieder wünschen, rauszukommen und auch Menschen physisch zu treffen, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Ja? Also wie so ein Teams-Call oder so ein Zoom-Call und dieses ganze Video-Call, ja, und alles nur von deinem Schreibtisch von zu Hause aus. Das ist vielleicht gar nicht so gesund für die Menschen, ja. Also psychologisch sozusagen. Wir sind halt einfach letztendlich ein etwas weiterentwickelter Affe, ja, also ein Social Creature. Und wenn du jetzt irgendwie einen Schimpansen die ganze Zeit nur vorm Computer hockst, dann wird der auch irgendwann wahnsinnig. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.